Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Fische und so funktionieren auch. Dann packe ich das mal eben mal organisch rein. Das wird voll. Und das eigentlich entsorgen. Könnte man jetzt gut da reinschmeißen, aber der ist ja da am 725 haben wir Energie. Wenn's voll ist, wohlgemerkt. So, das schmeißen wir mal weg. Mal eben schnell essen und trinken wäre ganz toll. Na, kommst du wohl her in meinen Mund? So, komm her. Schwimme direkt in meinen Mund. So. Das mit Essen und Trinken, da muss ich mir auch noch was überlegen. So. Und das mit dem Funkspruch. Wir haben, glaube ich, einen neuen Funkspruch erhalten, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, gerade rechts. So. Gut. Könnte ich ja theoretischerweise die Solardinger abbauen, aber... Besser ist nicht, ne? Weil wenn wir es nochmal brauchen, mehr ist besser. So, warte mal, ich muss trinken auch machen, ne? Darf ich nicht vergessen. So. Trinken kann man ja nicht genug haben. Vielleicht haben wir ja sogar welche hergestellt, oder? Beim letzten Mal, ich entsinne mich, wir haben noch was... Haben wir was hergestellt? So. Ja. Haben wir nicht hier sogar Trinken drin? Jo. Mal an. Also drei Flaschen brauchen wir mindestens. Die restlichen packe ich da rein. Essen, essen, essen. So, wir sind wieder beim Essen ist, Alter. Weißt du, das ist so richtig so... Oh, scheißegal, ich bin alleine. Interessiert eh keinen. Da kann ich mich verhalten, wie ich will. So, lass mal gucken, was da... Oh. Da ist... Keine Ahnung. Alter Schwede. Richtig am Rühren da drin, ne? Naja, gut. Hauptsache funktioniert. Das ist die wichtigste Sache. So. Was ist denn hier mit Aufzeichnung? Haben wir irgendwas Neues bekommen? Nee. Warte mal, wie war denn das nochmal mit den... Kapsel? Ah ne, das ist Anzeigen. Signale. Ah, hier, Signal, Rettungskapsel. Mit defekten Seegleiter. Nähe eines Höhlensystems angegriffen. 100 Meter Tiefe. Krone mache ich mal weg. Die brauchen wir nicht. Ach, das kann man auch farblich anders machen. Das ist ja witzig. Machen wir mal die Missionen immer, machen wir mal gelb. Dann wissen wir, wo wir hin müssen. Okay, einmal da ist was. Und wo noch? Ich hab doch zwei. In 100 Meter... Hä, wo ist denn das andere? Wird mir das gar nicht angezeigt, das hier? Signalrettungskapsel 17, 100 Meter in Nähe eines Höhlensystems. Okay. Ich lasse beides mal eingeschaltet. Dann würde ich Wasser mitnehmen. Ach, da. Dann würde ich mal Wasser mitnehmen. Falls wir Durst bekommen. Drei Flaschen sind immer ganz gut. Die Energie, ja. Falls wir das, die Seemotte auffüllen wollen und müssen. Sollten wir auf jeden Fall mal gucken. So, Freunde. Ab rein da in die Seemotte. Ja, kann ich jetzt hier irgendwie aufladen? Geht das? Anscheinend nicht. Schauen wir mal. Wir hoffen mal... Das ist näher dran. Also düsen wir mal dahin. So. Hört sich alles, ob da einer in der Badewanne reingesprungen ist. Juhu! Platsch, platsch, platsch. Und es wird dunkel. Das war... Ich hoffe, die Batterie der Taschenlampe ist noch voll genug. ...60 Meter. 75 Meter. Oh,
Gut, wenn wir jetzt verlassen, ist eh Licht da. Das ist nicht das Problem. Ist aber nichts von Bedeutung. Okay. Bleibt das denn jetzt trotzdem bestehen? Defekten Seegleiter. Gut. Hier ist aber nichts. Also hier ist nichts drin, was wir gebrauchen können. Vielleicht waren wir auch hier schon. Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt abgehakt ist. Anscheinend ist es weg. Oh. Es wird mir... Oh. Na, du Riese. Es wird mir auch nicht mehr angezeigt. Dann düsen wir mal dahin. Da ist noch eine Kiste. Ich glaube, an der waren wir noch nicht. Ist da was drin? Da ist was drin. Warte mal. Habe ich den schon gescannt? Habe ich schon gescannt. Eben kurz gucken. Das andere wird mir nicht mehr angezeigt. Aber vielleicht geht das auch einfach weg, sobald man in der Nähe ist. Und man braucht das nicht mehr aktivieren, weil man ja schon da war. Warte mal, ist das jetzt hier deaktiviert? Nee, es ist noch an. Verstehe das System noch nicht so ganz. Ah ja. So. Miau, miau. Da ist wieder ein Seegleiter. Schwimmen an die Oberfläche. Warum? Nee, ich will hier auffüllen. Ja, aber wie fülle ich, das auf? Man kann das doch auffüllen irgendwie, oder nicht? Ah, warte mal, das war doch hier irgendwo an der Seite, ne? Da haben wir doch beim letzten Mal rausgefunden, oder? War das nicht so, dass man hier irgendwo auffüllen musste? Musste man hier nicht... Hier war doch hier, hier, hier. Erweiterungsmodul. Hier? Nee. Müsste man nicht irgendwo... Hä, wie fülle ich die denn auf? In, ach, hier. Lol. Energiezelle 0. Wie wechsle ich das denn? Warte mal. Auswählen. Auswählen. Ah. So, da haben wir das jetzt auch gesehen. So funktioniert das also. Okay. Alles klar. Das muss man ja erstmal wissen, ne? So, hier kommt man anscheinend rein, oder? Komme ich da rein? Ah, hier. Hier waren wir, glaube ich, schon. Das Köfferchen ist offen. Sonst ist ja auch nichts von Bedeutung. Gut. Haben wir das auch. Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ist aber nicht so schlimm. Denn wir haben ja ein bisschen zu trinken dabei. Essen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich würde ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Wo sind wir denn jetzt? Okay, in die Richtung... Richtung Süden, also wo wir jetzt weg von rudern. Da war die Insel mit dem Dings gewesen. Die Insel mit Rapture. Deswegen würde ich jetzt vielleicht Richtung Südwesten mal düsen, um zu gucken, was da so ist. So, ich hoffe, wir verhungern nicht. Mit dem Essen muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, dass es länger haltbar wird. Da müssen wir auch noch was finden. Das ist da ganz wichtig. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir immer scannen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was wir neu entdecken, immer erst scannen. Immer erst den Scanner in die Hand nehmen. So, ich düse wieder durch den Seetang. Durch die Fische.
einer auf der Scheibe gelandet. Mach den Scheibenwischer mal gleich an. So. Schauen wir doch mal. Da ist wieder der dicke Brocken. So, hier haben wir wieder jede Menge. Vielleicht Höhlen auch, ich bin mir nicht sicher. Richtung Südwesten sieht gut aus. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Mal schauen, was wir hier alles finden werden. Vielleicht finden wir ja auch eine Insel. Ich düse jetzt einfach mal. Da ist wieder so ein Riese, ne? Oder? Oder was ist das? Ja, okay. Na, mein kleiner Freund. Auch so verloren wie ich hier. Was ist das denn da? Okay, hier sind auch Teile. Hier waren wir definitiv noch nicht gewesen. Das ist auch wesentlich tiefer hier. Aber wir kommen hin. Was ist das denn? Was ist das denn für ein... Was ist das denn für einer? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Schon mal den Scanner in der Hand nehmen. Zyklop-Rumpffragment, geil. Hier ist nichts drin. Vielleicht finden wir noch mehr Rumpffragmente. Hier ist auch noch irgendwas. Schubkanonenfragment. Ja, schön, nice. Ich nehme noch ein wenig zur Seemotte. Seemotte kann ja auch bis 200 Meter. So, alles scannen, alles mitnehmen, was wir können. Zwei von drei haben wir jetzt. Ja, ja. Da ist gar nichts drin. Auch nichts drin, da auch nicht. Was ist das hier? Kann ich nicht scannen. Da hinten ist auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen. Auf jeden Fall finden wir jetzt Sachen für den Zyklop, wenn ich das richtig rausgefunden habe. Das ist, glaube ich, das andere Fahrzeug. Da ist auch noch was. Warte. Ist das letzte Fragment, was wir brauchen? 67% Gesamtfortschritt, okay. Hier ist nichts drin. Kernreaktorfragment, okay. Baupläne für einen Kernreaktor, was zur Hölle? Werden wir hier Kernspaltung vollführen. Ladeschachterweiterung? Okay. Wird auf jeden Fall sehr interessant, weil wir hier alles jetzt abscannen. Okay. Die Schubkanone können wir jetzt auch bauen. Da ist nichts drin, ne? Finden wir noch irgendwas? Hier ist noch was vielleicht? Ja. Kernreaktorfragment. Da hinten müssen wir auch noch scannen. Ich weiß nicht, ob da noch Teile drin sind zum Scannen. Da müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal zur Seemotte ganz schnell zurück. So, mal gucken. Da können wir anscheinend auch rein. Ja, ja. Welcome aboard, Captain. Moin. Weiß nicht, ob wir da drin auch was scannen können. Was ist das denn?
Ist das der Enderman? Von Minecraft? Aua. Ich hab mich selbst überfahren, wie immer. So. Hier kann ich mal nichts scannen, ne? Nein. Dann würde ich einmal darüber düsen. Oder ist hier oben irgendwas? Warte mal. Geht's. Oh, Alter, hier geht's rein. What the fuck? Das haben wir doch schon, oder? Das haben wir doch schon. Okay, Taschenlampe. Oh, Alter, da geht's noch weiter, oder was? Kommt man da rein? Ist das so eine gute und tolle Idee, die ich hier mache und habe und Hilfe und oh Gott und und wo bin ich hier und okay. Ich habe keinen Bock, dass der Enderman uns findet. Wo ist denn jetzt die Seemotte? Ach da. Das ist ja creepy. Man kann sogar in die Wracks rein. Ich frage mich, ob es da drüben auch noch reingeht irgendwo. Warte mal. Testen das mal. 30 Seconds. Ja, 30 Seconds. 30 Seconds to Mars oder was? So. Geht's vielleicht von hier oben auch noch irgendwo rein? Da ist zu. Da ist auch zu. Hier vielleicht? Nein, okay. Gerne einmal hier drüben war noch irgendwas zum Scannen bestimmt. Also da drüben haben wir ja, glaube ich, alles, ne? Genau, das haben wir, glaube ich, alles gescannt und wollten wir hier drüben jetzt noch hin. Guck mal, was haben wir denn hier noch? Ist hier noch irgendwas zum Scannen? Nein, hier ist nichts drin. Warte. Wenn wir schon einmal hier sind, Spitzenhorngras. Ich nehme es mal mit. Wie viel Platz nimmt es ein? Natürlich jede Menge. Ich weiß nicht, wofür es ist, müssen wir mal gucken. Können wir die Kisten aufmachen? Nee, ne? Was ist der? Der ist ja komisch. Und wie er sich im Kreis dreht. So, Richtung, was wollten wir? Richtung Südwesten, ne? Dann düsen wir mal weiter. Weiß halt nicht, ob wir noch mehr. Haben wir denn jetzt alles gefunden? Nee, ne? Zyklopen, Ladeschachterweiterung haben wir. Eine Blaupause für den Zyklopen fehlt uns noch. Dann haben wir alles. Die Schubkanone haben wir. Schubkanone generell, ja, okay. Was haben wir sonst noch? Das war's, glaube ich, ne? Ah ja, Kernreaktor. Uff. Aufzeichnung. Energie. Kernreaktor. Das können wir nochmal lesen, wenn wir zu Hause sind. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alles gefunden. Würde ich noch ein bisschen Richtung Südwesten. Schauen wir mal. Und wir wollen mal was trinken, ne? So, eine Flasche haben wir noch. Energie haben wir auch noch, so ist das nicht. Reparatur ist 100. Ich frage mich, ob... Ah, guck mal, die Farbe ändert sich hier sogar vom... Wo sind wir denn hier? Hilfe. Hier ist alles... Datenbank. Was, wo, was, wer, wo, was? Hier. Kartenrand. Geologische Scans von diesem Gebiet zeigen einen Stil... Alter. Ich wollte doch nur lesen. Ach, das ist der Kartenrand. Okay, also da geht's wahrscheinlich nicht weiter. Aber das Ende der Map erreicht, oder was? Gut, warte mal. Kann ich das jetzt nochmal lesen? Geologische Scans von diesem Gebiet zeigen einen steilen Abfall in jede Richtung. Diese bestätigt die Theorie, dass die Auroren auf diesem Rand des Vulkankraters mit 2 Kilometer Durchmesser aufgeschlagen ist. Wahrscheinlich hat seit Jahrtausend kein Ausbruch mehr die Oberfläche erreicht, sodass das Ökosystem innerhalb des Kraters floriert. Die Ökologie des Grabens, der den Kreaturen umgibt, unterstützt nur 2 Arten von Leben.
winzige wie Mikroben und riesige wie Leviathanen. Eine Erkundung wäre unklug. Okay, dann Richtung Südosten. Ich düse mal ein bisschen tiefer. Wir können ja bis zu 200 Meter. Erstmal. Aber es kommt irgendwie nichts, habe ich das Gefühl hier. Vielleicht erstmal nochmal Richtung Base. So knapp bis zu 1, 1, 1, 1, 2. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen runter. So, und jetzt düse ich nochmal Richtung... Also nach unten. Aber irgendwie kommt hier nichts. Okay. Jetzt gleich wieder so Schwuppsinsel. So. Hier ist was. Ist das, wo wir gerade waren? Holy shit. Schon ein bisschen creepy, das Game, ne? Muss man sagen. Alter, hau ab! Wieder der Enderman. Mit seinen Ender-Tentakeln. Kann man sich den nochmal angucken? Ich würde mir den gerne mal angucken, aus Namen. Zeig dich mal! Kann ich dich scannen? Würde ich gerne scannen. Oh, der ist ja lieb. Wer ist er denn für einer? Vaper. Vaper, ein aggressives Geschöpf, das sich selbst und andere teleportieren kann. Keine genetische Gemeinsamkeit mit einheimischen Lebensformen. Zeigt kein erkennbares Verteidigungsverhalten. Kopf. Implantate im Kopfbereich ermöglichen es die Fähigkeit zu Phasensprung, mit der die Lebensform ihre Ziele verfolgen kann. Torso. Scheint andere Lebensformen zu jagen. Es wurde aber kein Verdauungsorgane identifiziert. Die interne Struktur ist deutlich komplexer als bei anderen bekannten Organismen. Nicht zu unterscheiden, ob ursprünglich organisch oder künstlich. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Krass. Also der Vaper. Vaper, Vaper, Vaper. Vaper, 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 Vaper. Vaper, Vaper, hey. Doch, dann hatte ich einen Kater. La 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 la. So, finden wir hier was Interessantes vielleicht. Bisschen Schrott, bisschen was scannen können oder so. Nochmal.